Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Video von mir für euch. Ich bin Blue1980 und jetzt geht's los. Ich habe euch heute was ganz Seltenes mitgebracht, zumindest. Was ganz Spezielles und was ganz Hochpreisiges eigentlich. Und zwar trägt es die PTB Nummer 303. Es handelt sich hierbei um einen von der Firma Neumann GmbH aus Bayern Revolver Modell Western Rogers & Spencer im Kaliber 9mm Knallpatrone. PTB lief immer bis zum 10.12. In diesem Fall bis 84 und der Revolver ist sechsschüssig. Dieser ist jetzt in einem schönen Lederholster noch versteckt. Das Holster lässt sich hier oben lösen. Dann kann man auch den Revolver schon rausziehen. Und man erkennt auch schon dieses massive, große, heftige Gerät mit der PTB Nummer 303 von Neumann. Ja, mit einem echt brachialen Lauf, brachialer Trommel. An diesem Teil ist eigentlich alles brachial. Beschossen ist das Teil um 1992 offenbar. Wir haben einmal auf dem Lauf einen Nitroadler, auf dem Rahmen mit Ulmer Beschusszeichen und auf der Trommel. Verstiftet ist der Lauf hier mit diesen zwei Stahlbolzen. Hier oben steht auch Rogers und Spencer drauf. Utica NY. Ja. Hier auch noch die Kaliberangabe, Kaliber 9mm Knall. Und das Teil hat hier auch eine sogenannte Ladepresse. Das heißt, da kann man das aber nicht so wirklich da rein, nur davor drücken hier diesen Stempel. Wenn man nun den Hahn einmal nach hinten zieht, ist er noch nicht wirklich gespannt, aber der ist jetzt in so einer sogenannten, ich würde jetzt einfach mal sagen, Service-Stellung. Da lässt sich die Trommel also drehen. Zieht man den ein zweiter, ist der Revolver gespannt. Der ist im Übrigen auch Single Action Only. Der Abzug hat einen ganz klaren Druckpunkt und löst sehr schnell aus, ohne viel Kraftaufwand. Wie man auch sieht, hier ist auch alles aus Stahl, also da ist nichts irgendwie gezinkt. Da ist wirklich alles komplett aus Stahl. Ja, da haben wir auch eine Seriennummer drin. Die Trommel lässt sich ausbauen, wenn man diese Schraube hier und diese Schraube löst. Das wollte ich jetzt einfach auch mal mit euch gleich probieren. Mal sehen, ob hier das soweit passt. Man muss die Konterschraube, die sich auf der anderen Seite befindet, einfach festhalten.
ist jetzt hier noch drin. So, und jetzt bin ich mir auch nicht wirklich sicher. Müsste die Trommel sich eigentlich entnehmen lassen. Zumindest wurde mir das so erklärt. Also jetzt muss man die komplette Ladepresse herausziehen. Die ist hier oben fest. Das versuche ich jetzt auch mal. So. Okay. Tada. So ist der Ausbau auch zu machen. Okay, ich habe jetzt nicht gedacht, dass die so lang ist. So, aber hier kann man jetzt ganz gut sehen. Das ist wirklich ein brachiales Teil. Also so eine Trommel habe ich noch nie gesehen, muss ich ehrlich sagen. Die hat auch noch eine extra PTB-Nummer abbekommen. Hier ist auch noch die Löcher sind auf jeden Fall versetzt und nochmal verstiftet in jeder Kammer. Das sieht man hier. Also wirklich ein brachiales Riesengerät. Und hier kann man auch nochmal sehen, dass wirklich alles auch aus Stahl gefertigt ist. Also das ist schon wirklich enorm. Jetzt können wir auch mal vorne reingucken. Die Laufsperre, die ist eigentlich bloß hinten ein kleiner Steg. Man sieht auch noch deutlich die Felder und Züge bis vorne komplett. Also wirklich ein echt heftiges Teil. Hier sieht man jetzt auch diesen Einsatz, also dieser Ring hier drin. Das ist im Prinzip die Laufsperre oder die Laufwurzel mit der Laufsperre, die dann hier oben irgendwie vermutlich auch noch befestigt ist. Ja, hier steht jetzt auch noch was, habe ich was entdeckt. Euro Arms of America steht da noch drauf und hier unten Made in Italy. Hier haben wir noch eine Seriennummer 029. Offenbar. Weiß jetzt aber nicht, wie die zu dem Rahmen passen soll. Macht für mich jetzt zumindest keinen Sinn. Hier haben wir auch noch eine schöne Beschriftung. Western Rogers & Spencer Kaliber 9 mm Knall. Ja, also ein sehr schöner Umbau. Der Zusammenbau im Übrigen geht dann natürlich weniger polternd. Und zwar in umgekehrter Reihenfolge. Also die Trommel, die setze ich jetzt auch mal von der gleichen Seite wieder ein. Da muss man jetzt nur gucken, dass der Transporteur nicht stört. So scheint das schon mal ganz gut zu sein. Jetzt wird hier die Ladepresse mit der Trommelachse wieder reingetan. Das geht auch alles schon ohne Probleme. Dann kommt wieder die Schraube hier rein. So. Und jetzt sehe ich auch gerade schon diese Aussparung, die muss nach unten zeigen, denn sonst könnte ja die Trommelachse wieder nach vorne wandern. Jetzt habe ich natürlich wieder Unsinn gemacht, wieder nicht aufgepasst, wieder zu schnell. Das passiert, wenn man erklärt und nicht wirklich aufpasst, was man macht. Die Ladepresse muss natürlich auch wieder in ihre richtige Position rein.
schaue ich gerade mal, dass ich das mit dem anderen Werkzeug schnell noch durchdrücken kann. So. Jawohl. Ich drücke jetzt gerade nochmal die Schraube raus. Die Ladepresse jetzt natürlich auch wieder hier rein. So. So, jetzt sieht man also, ja, dass die Aussparung da in dem Loch fluchtet. Und nun kommt diese Schraube mit der Aussparung nach unten auf jeden Fall rein. Denn sonst könnte ja die Ladepresse wieder sich verabschieden. So. Die legen wir jetzt also so ein. Gucken, dass die so in der Position auch bleibt, diese Schraube. Dann kommt die Konterschraube von der anderen Seite hier rein. So. Alles mit viel Gefühl. So, okay. Dann wäre das Teil auch schon wieder zusammengebaut. Also wirklich ein brachialer Revolver. Echt heftig. Der ist auch relativ schwer. Ich habe jetzt leider keine Waage da, um den zu wiegen. Aber ich denke mal, der wird so um die 1,5-2 Kilo wiegen auf jeden Fall. Komplett aus Stahl. Das sieht man auch schon. Schön brüniert. Echte Brünierung. Keine Beize. Jawohl, ja. Zu einem Preis kann ich euch jetzt irgendwie gar nichts sagen. Damit einfach wirklich die Referenz fehlt für dieses Teil. Das ist relativ, was heißt relativ, das ist selten, dieses Gerät. Ich meine, wenn man sowas käuflich erwerben will, da ist man ruckizucki bei mehreren hundert Euro. Zumal es ja auch noch ein Sammlerstück ist. Und diese Western-Geschichten sind ja eh sehr hochpreisig. Hier noch die Visierlinie. Genau, hier wäre so die Aussparung für das Laden. Also macht echt was her. Der Riesentrumm. Zur Selbstverteidigung, glaube ich, gehe ich jetzt gar nicht drauf ein. Erübrigt sich. Ja, dann freue ich mich auf jeden Fall, dass ich euch dieses Teil vorstellen durfte. Danke an Roland nochmal für das Bereitstellen dieses brachialen Revolvers. Und wenn noch nicht geschehen, könnt ihr mir gerne noch einen Daumen da nach oben da lassen und ein Abo. Und bis zum nächsten Mal.